So, ich zeige euch, heute zeige ich euch, wie ihr einfach online Radio hören könnt. Also hier könnt ihr einfach Radios von verschiedenen Ländern aussuchen. Und ja, ihr Deutsche könnt einfach Deutschland nehmen und da Stadt aussuchen. Aber ich lasse da Europa und Italien. Also, das, was ihr im Hintergrund hört, das ist Südtirol 1. Also, das ist. Das findet ihr hier. Da, hier. Also, hier stehen. Die ganzen Orte, Städte, also Provinzen halt, Rad Tirol und Bozen, das sind alles in Südtirol. Also um sie anzuhören, also ich mach das mal zu, also öffnet ihr das. Da wird er da umgeleitet. Glaube da. Na. Moment. Moment, ich mach kurz den Schnitt. Mal kurz noch. So, ich habe es mal herausgefunden. Also, ihr klickt einfach drauf. Dann sucht ihr einfach ein bisschen rum. Also, bei mir ist es hier. Also, hier müsst ihr kurz warten. Und dann einfach hier auf Play. Und dann könnt ihr es eigentlich schon anhören. Also, da sucht die Frequenz. Ich schaue mal auch für die anderen, also andere Kanäle. Dazu nehmen wir ein anderes aus Südtirol. Ist eigentlich das gleiche. Und dann nehmen wir einfach mal so ein italienisches. Na, ist auch aus Südtirol. Also, es sucht einfach irgendwo, wo es live steht. Hier, glaube ich, vielleicht. Na. Frequenzen. Ja, das ist Südtirol. Ja. Moment. Nehmen wir mal ein deutsches. Bayern. Und das Telefon klingelt. München. Also ihr müsst einfach nur suchen, wo es einfach live steht. Einfach mal klicken. Also das habe ich eigentlich auch nur vor kurzem. Gemacht. Ich mach kurz eine Pause. So, ich habe mir ein bisschen in der Seite rumgeschaut. Also, ihr müsst einfach hier oben auf Radio hören. So, sorry wegen kurzer Unterbrechung. Also, ihr klickt einfach hier oben auf Radio hören.
Und ihr werdet hier öffnet sich hier ein neues Browser. Und dann wird hier eine Verbindung getestet und das ladet. Rainbow war ja der Riesenüberraschungshit im letzten Also Jahr. hier steht einfach das Lied und ja, keine Ahnung. Also wenn es ich zeige es noch ein Beispiel, deswegen gehe ich noch mal nach Italien. Und nehmen wir mal Rom. Also es wird alles auf Italienisch sein. Nur das sieht man es eigentlich schon. Da oben ist das schon. Und da hört man es schon. Da hört man schon die italienische Sprache. Ich verstehe das natürlich alles, weil ich ein Italiener bin. Eigentlich Südtiroler, aber meine Lieblingssendung ist immer noch Südtirol 1. Also, nicht bei alle Kanäle werden da die Namen stehen, aber ja. Also, das war's eigentlich für dieses Video. Ist eigentlich auch lang genug. Also, bis zum nächsten Tutorial.